Wen nehme ich denn jetzt? Den Schweden? Stan oder die Oma? Ah, die Oma ist es. Oh, wow. Easy locker Pi. Ich war damals Profi bei Mario Kart, also von daher kann das doch gar nicht großartig in die Hose gehen. Oh, knapp. Fräulein, knapp. Oh. Was hab ich gemacht? Alter, was ist denn da los? Hallöchen? Oh, 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 oh. Stan. Alter, wie ein Auto hat der Stan. Gucken wir auch das Danny Boy. Stan, dein Auto. Was hat der Schwede? Ach, klar, die Ikea, ne? Ist logisch. Großmütterchen Irmgard, oh Gott, wird es jetzt richten. Komplett souverän. Irmgard, what the fuck? Oh nein! Déjà vu! Da-da-da-da-da-da-da-da! Ah ja, das ist... Wow, 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 wow! Ich hab mir heute für euch was ganz Besonderes überlegt. Ich bin voll eingequetscht! Nur Stan hat die nötige Power, um da hoch zu bollern, Alter. Was mal aber. Eins, zwei, nur zwei? Alter, was ist denn hier los? Okay, komm schon, Ümmchen, Ümmchen, Ümmchen. Lange nicht genug, Oma, lang. Obwohl. So ein Stück habe ich die verfehlt, die Spikes. Mit Absicht. Aber Oma, jetzt mal ohne Flachs, was willst du großartig machen hier? Guck mal, wie sie guckt. Ja, ich gehe Teig kaufen und dann... Und dann komme ich vom Lutzkauf heim und dann... Oh nee, was ist denn da los? Nee, oder? Wie siehst du aus eigentlich? Jo, jo. Ba ba ba, front flip! Damn, son. Die Granny, die wäre es noch, wie es war damals. Die war noch dabei. Guck mal. Oh, jetzt kriegst du einen starre Ricke. 1 Million Punkte. Sind wir gleich fertig hier, hallo? Erstmal fahren wir hier hoch an der Wand. Oh, Achtung, Sven. So, Stan, warte. Und weiter, Stan. Stan. Stan, wo gehst du hin? Fast 3 Millionen. Wie ich mich als neuer Highscore-Mensch fühle. So wie immer. Ich zeig euch mal, wie das geht. Pass auf. Du spannst schon mal die Arschmuskulatur an, fährst und dann... Und dann fliegst du. Weit! Kann das Ömchen da vielleicht noch was machen? So eine kleine... Warte mal. Pass mal auf. Haha! Wow, Oma! Alter, wir hängen! Oma. Guck mal, wir sprengen uns hier mit den Weg frei. Also, wir sprengen uns hier mit dem Weg frei, ganz vorsichtig. Stopp! Explodier! Pass auf, komm jetzt, ich schieb das noch ein Stück. Jawohl. Fuck. Machen wir das jetzt mit diesem widerstandsfähigeren Schweden und schauen, was passiert. Oh, unglaublich. Ich denke, ich muss den Absprungpunkt nochmal ein bisschen besser timen. Im Moment ja erstmal nicht schlecht. Jawohl, wir haben es reingeschafft. Oh, guck mal, er lacht. Oh, fuck. Stan, was sagst du dazu? Oh mein Gott, Stan. Nicht so weit! Na, 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 na. Warte mal. Hey, nicht hängen bleiben. Na also, gib dir doch mal einen Ruck. Ja! Geschafft! Athletisch. Anaphylaktisch. Andreas Graben. Das sind die drei Dinge, die mir wichtig sind bei einer Oma. Und der Schwede hat einfach alle beide. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie will er das jetzt schaffen? Aufpassen und lernen. Na, sag ich nur. Bumm. Achtung. Kontrolle über das Fahrzeug ist das A und O. Auch bei einem, hier, Gebrauchten. Na? Guck mal. Bumm. Ah. Da wurde ich geblendet. Selbst bei kritischem Bremsverlust ist die Kontrolle vorhanden. Steinschlag. K-Glas. Wenn es mal wieder länger dauert. Snickers. Plötzlicher Verlust über die Blase. Kein Problem. Die Schweden, das ist ein gemütliches Volk. Da wird noch durch die Hose geatmet, ne? Ach, warte mal. Ist da vorne das Ziel? Yay. Folgende Problematik stellt sich uns hier jetzt. Der Parcours ist, ich sag mal, fast leicht. Ja? Wir werden keine großartigen Probleme haben, hier durchzukommen. Zwei Räder verloren. Da sage ich ja immer... Zwei Chancen gewonnen. Mit zwei Rädern wären wir viel zu schwer, um hier drüber zu kommen. Also
so hart, wir haben noch zwei dran. Ah, shit, Stan, Achtung, fuck. Stan, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh, warte mal. Stan, ich muss schon sagen, der Schwede ist schon für die geübten Herren hier, ne, in der Sache. Fuck. Alles gut, hab ich im Griff. Fuck, doch nicht. Ach, das ist ja, als wenn ich gar nicht fahren würde. Wir fliegen ja praktisch mit der da, mit der alten. Scheiße, warte kurz. Drei Räder sind eigentlich so gut wie zwei. Ihr kennt ja den Sprung, mit dem zweiten sieht man besser, ne? Von daher sind drei ja praktisch nochmal besser. An sich sollte es mit dem Stand gar kein Problem geben, dieses Level zu bestehen. Ne? Er ist robust, rabiat, Renus kennt, raffiniert und Rapper. Also eigentlich gar kein Problem. Guck mal, mit was für einer Leichtigkeit, mit was für einer Eleganz. Warte mal. Oh, shit. Stan! Jetzt musst du cool bleiben, Stan. Nicht nochmal von vorne. Okay, Stan ist jemand, der sich auch gerne mal dreht. Na, jetzt, wo das Auto erstmal repariert ist, also flach ist, kann man das auch nochmal von unten angehen. Den Parcours. Und jetzt machen wir das mit so einer lächerlichen Leichtigkeit. Wo müssen wir hin? Oh, nee, komm. Nee. Übrigens, Leute, heute ab 18 Uhr ist wieder Livestream, ja. Und vielen Dank für die ganzen Daumen nach oben, nicht wahr? Ich vergesse es jedes Mal in diesen Hardcore-Videos euch jetzt zu sagen, aber jetzt ist mir wieder eingefallen, ja. Ich streame übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr, dass ihr es wisst, ne? Giveaways, Viewer-Games und so weiter sollte man nicht verpassen. Zumindest nicht mit Absicht. Fuck! Okay, jetzt, die. Stand, komm schon! Ba. Letztes Level. Also Stan wird jetzt aus dem gedoppelten Quadrupel-Rüttberger wird er jetzt hier die Chose veranstalten. Oh,